heißt denn der Tote, den wir begraben haben? Ist gar nicht Vincent Berg? Nein. Ich will alles wissen. Ich habe eine anonyme Wasserleiche als die Leiche ihres Vaters ausgegeben. Wer hat das veranlasst? Tanja von Landstein. Das bin ich, das ist Sebastian und sogar für Onkel Ansgar hat sie einen Platz in mir gefunden. Du wirst brennen, Tanja. Und alle anderen Landsteins auch. Das war schon fast zu einfach. Deine Schwester, sie ist angefahren worden. Wir brauchen Notarzt. Bella ist nicht wie geplant aus der Narkose erwacht. Sie ist in ein Koma gefallen. Wie schlimm ist es? Sie hat den Baby verloren. Sie sind doch nicht wegen des Stofftiers meiner Tochter hier. Nein, das habe ich gerade zufällig gefunden. Ich dachte, Sie suchen das bestimmt. Habe ich tatsächlich. Keine Ursache. Und was suchen Sie wirklich hier? Ich hatte einen Termin mit unserer Firmenmutter Elisabeth. Sie wollte irgendwas wegen Cipressou besprechen. Ah, war das heute? Nein, eben nicht. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich im Tag geirrt habe. Tja, kommt vor. Ich muss jetzt los, ich habe noch einen Friseurtermin. Ach, Alexa. Einen Moment. Lassen Sie sich die Haare nicht zu kurz schneiden, das steht Ihnen nicht. Danke für Ihre Meinung. Sie wissen ja, die ist mir ganz besonders wichtig. Stopp! Moment. Ja, Abmarsch. Haben Sie nichts zu tun? Ja, aber ich wollte doch nur... Interessiert mich nicht. Wird dir das nicht langsam ein bisschen doof? Weiß nicht, was du meinst. Dieses ganze Theater hier. Du tust so, als würdest du hier nur deinen Job machen. In Wahrheit geht es dir doch nur darum, uns zu ruinieren. Du warst doch schon fast so weit, hier zu verschwinden. Warum bist du nicht einfach gegangen? Und euch das Feld überlassen? Vergiss es. Jetzt gib mir meine Tasche. Vergiss es. Hör zu, Alexa, ich will diesen Kampf nicht, aber solange du hier bleibst, wird es ewig so weitergehen. Du hast vergessen, dass ich die Tochter meines Vaters bin. Wir Bergs geben niemals auf. Ja, offensichtlich. Aber dir Tanja als Verbündete zu suchen, ist ziemlich dämlich. Der kannst du genau so weit trauen, wie du sie werfen kannst. Das gilt auch für euch alle. Aber keine Sorge. Die Zeiten, in denen ich euch auch nur ein Wort geglaubt habe, sind endgültig vorbei. So schlimm? Hm? Du guckst so gequält. Ja, so gucke ich immer, wenn mir nichts einfällt. Was soll dir denn einfallen? Eine Idee für meine nächste Kollektion. Sozusagen ein Thema, ein Motto. Einfach eine Inspiration. Ich dachte, man entwirft zuerst Kleider und überlegt sich danach das Motto. Ja, das machen bestimmt auch manche Kollegen von mir so. Aber wenn du eine wirklich richtig gute Kollektion willst, dann muss das alles in einem Guss sein. Weißt du, das ist ein Gesamtkunstwerk und dafür brauchst du eine Vision. Und du wartest jetzt auf die Vision? Ich warte nicht auf die, ich zermarter mir das Hirn. Du, ich will dir da nicht reinreden, aber zermartern ist da, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn Sie mit ihr reden. Hi, Bella. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber ich dachte, ich versuch's einfach mal. Also,
fehlst mir ganz schön, weißt du. Hey, du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. Du kennst doch Frau Meier, oder? Diese eine durchgeknallte Alte mit dem Riesengarten und dem fiesen Hund. Doch, natürlich kennst du sie. Jedenfalls, pass auf. Dieser Höllenhund hat sich plötzlich tierisch aufgeregt, weil er ein fettes Eichhörnchen auf dem Baum gesehen hat. Und was macht der blöde Köter? Der rennt mir voll in die Leiter und ich fall runter, genau auf ihn drauf. Aber anstatt die Alte sich mal bei mir entschuldigt, hat sie so getan, als wäre das alles nur meine Schuld. Nee, ich kann nicht mit ihr. Konnte ich noch nie. Keine Ahnung, wie du das immer geschafft hast, dass sie uns Schnittchen und Limo bringt. Ach, Bella. Du wusstest einfach immer, wie man mit den Leuten reden muss. Aber ich... ich kann nicht mal mit dir reden. Und, bist du weitergekommen? Kann es sein, dass du dich über mich lustig machst? Ja, Entschuldigung, wie soll ich denn 5 Minuten später weitergekommen sein? Du, manchmal geht das so schnell. Mhm. Daran merkt man, dass du noch nie unter Druck arbeiten musstest. Das stimmt. Muss ich auch Gott sei Dank nicht. Und was ist, wenn du in 2 Wochen eine Deadline hast und bis dahin ganz tolle Fotos gemacht haben musst? Und jetzt sag mir bitte nicht, ich setz mich hin und warte, bis die Inspiration von selbst kommt. Du, dann nehme ich meine Kamera und knipst drauf los. Und was fotografierst du? Alles, was mir vor die Linse kommt. Ich mache mir da auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Gedanken, weil du musst deinen Kopf einfach freikriegen. Und das solltest du übrigens auch mal probieren. Was? Blöd rumlaufen und rumknipsen? Nein, den Kopf freimachen. Und wie? Dir einfach keine Gedanken machen. Wie soll das funktionieren? Einfach die Augen schließen. Stell dir einen Teich vor, ganz stilles Wasser. Und immer wenn ein Gedanke an die Oberfläche will, dann drückst du ihn wieder runter. Ich dachte, dafür muss man jahrelang Yoga gemacht haben. Nein, so ein Quatsch. Probier's doch einfach mal. Und wenn du dann die Augen wieder öffnest, dann zeichnest du das, was dir als allererstes einfällt. Na? Heute mal nicht im kleinen Schwarzen. Seit wann bist du eigentlich so spießig? Weil ich den schrecklichen Verdacht habe, dass meine Tochter ihren Körper als Waffe einsetzt. Macht das nicht jede Frau? Hm. Trotzdem wäre mir wohler bei dem Gedanken, dass du dich ein wenig auf deinen Kopf verlässt. Das tue ich doch. Und mein Kopf sagt mir, dass mein Körper eine Superwaffe ist. Ich habe den Verdacht, dein Kopf sagt dir vor allem, tu doch einfach, was du willst. Ja, wie du. Sonst würdest du nämlich deine Finger von diesen Ekeldinger lassen. Ach. Ich muss nachdenken. Und das hilft mir dabei. Wie wär's, wenn du deiner intelligenten und wunderschönen Tochter dein Problem verrätst? Mir ist vorhin bei LCL Alexa über den Weg gelaufen. Ich wüsste eben einfach ganz gern, was sie und Tanja gerade vorhaben. Das wissen wir doch schon lange. Die beide wollen LCL in den Abgrund reißen und im letzten Moment mit Alexas Geld wieder retten. Tanja macht das, weil sie endlich das Sagen haben will und Alexa aus Rache. Dass die beiden sich zusammentun, ist natürlich absurd genug, aber irgendwas hat sich verändert. Wie verändert? So wie Alexa gerade über Tanja geredet hat, da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie ihr wirklich noch vertrauen. Niemand, der halbwegs irgendwie bei Verstand ist, vertraut Tanja. Nicht mal Alexa. Aber das hindert trotzdem nichts dran, dass die ihren Plan durchziehen. Du solltest lieber mit dem Rauchen aufhören und mit mir joggen gehen. Dann hören die paranoiden Gedanken auf. Moment mal, liebes Töchterchen. Nicht nur, dass du mir meine Zigarren verbieten willst, jetzt bin ich auch noch paranoid. Findest du das nicht ein wenig frech? Ja gut, einer muss ja auf dich aufpassen. Hm. Und dieser Job ist wohl an mir hängen geblieben. Bitte hör auf, dir immer einen Kopf über jeden Scheiß zu machen, was Alexa fabriziert. Die ist einfach durchgeknallt.
paranoid. Visite. Sie sind gleich wieder weg. Kein Problem. Hören Sie das Geräusch? Ja. Wenn es stärker wird, sagen Sie sofort Bescheid, ja. Okay? Was bedeutet das? Im Moment gar nichts. Also kein Grund zur Sorge. Pupillenreflex ist schwach. Puls bei 75. Okay, das war's schon für heute. Ach, dann ist dir das egal. Würden Sie bitte draußen warten? Danke. Nein, ist es nicht. Du kennst sie doch auch. Warum machst du dann einen auf cool? Du hast sie sogar operiert. Ja, das hab ich. Hör zu, Andi. Ich weiß, dass es schwer ist für dich, aber... Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich sitz nämlich hier, guck Bella an und weiß nicht, ob sie überhaupt noch da ist. Ein Kreislaufzusammenbruch hat Bella eine Sauerstoffunterversorgung des Gehirns erlitten. Dabei ist die Großhirnrinde geschädigt worden. Wir sprechen hier von einem metabolischen Koma. Geht das auch auf Deutsch? Ich verstehe das Fachchinesisch nicht. Das bedeutet, dass die kognitiven, also die wahrnehmenden Fähigkeiten des Gehirns ausgeschaltet sind. Nur das Stammhirn erhält die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Herzschlag aufrecht. Was heißt das jetzt? Wenn ich mit ihr rede, hört sie mich dann oder nicht? Also, es ist schwer zu sagen. Dazu gibt es etwa so viele Meinungen, wie es Fachleute gibt. So. Und ich frage jetzt dich. Du bist doch Fachmann, oder? Bella versteht vielleicht nicht, was du sagst, aber ich bin mir sicher, dass sie spürt, dass du bei ihr bist. Also, wenn du mich fragst, ja, ich würde mit dir reden. Oh, ich kann das nicht. Und, hat's geklappt? Wie man's nimmt. Also am Anfang, da war echt was los in dem Teich. Da waren Libellen, Seerosen, Fische, Frösche. Also eigentlich solltest du dir kein Biotop vorstellen. Einfach nur eine glatte Wasseroberfläche. Das habe ich versucht. Aber du hast mir nicht erklärt, wie ich die Tiere wegkriege. Und ich wollte die auch nicht umbringen oder so. Da musste ich warten, bis die von selbst verschwunden sind. Ja, und sind sie? Ja, irgendwie schon. Und dann war mein Kopf ganz leer. Und ich habe mich ganz leicht gefühlt. Und dann hat's auf einmal so geknurrt. Knurrt? Waren da noch mehr Tiere? Ich habe keine gesehen. Ich habe dann meine Augen aufgemacht und das hier gezeichnet. Also das sieht jetzt nicht unbedingt wie ein Kleid aus. Mhm. Eher wie ein Hamburger. Ja, mit Tomate und Doppelkäse. Und was sind die runden Dinger hier? Ja, frittierte Zwiebelringe. Weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal was essen. Unbedingt. Es war gar nicht so leicht damals, auf die Schnelle eine Wasserleiche aufzutreiben. Ja, und dann auch noch den DNA-Test auszutauschen. Soll das heißen, der Tote, den wir begraben haben, ist gar nicht Vincent Berg? Nein. Gibt es da etwas, was ich wissen müsste? Nein. Ganz sicher? Ja, absolut. Ich habe vor allem begriffen, dass man dir nicht trauen kann. Und das heißt jetzt? Das heißt, alles, was ab jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ist das nicht die Urne von Vincent Berg? Sagen wir mal so, dieses formschöne Objekt wurde in einer bewegenden Zeremonie hier auf dem Schloss der Erde übergeben. Sag nicht, du hast das Teil wieder ausgebuddelt. Natürlich nicht. Das Ding ist ein Fundstück. Aus dem Burggraben. Aber wer gräbt denn eine Urne aus und schmeißt sie dann ins Wasser? Vielleicht jemand, der bemerkt hat, dass er belogen wurde und sich nicht besonders gut im Griff hat. Ja, das kann ja eigentlich nur Alexa sein, aber...
Warum sollte sie sowas tun? Ich meine, sie ist dahinter gekommen, dass in dieser Urne nicht die Asche ihres Vaters ist. Was? Wer ist denn da drin? Was weiß ich, irgendeine andere Wasserleiche. Keine Ahnung, wen dieser Quacksalber da aufgetrieben hat. Kim, Tanja brauchte dringend eine Leiche, damit Alexa ihren Vater für tot erklären lässt und sie so an das Erbe rankommt. Krass. Okay. Und Alexa ist jetzt dahinter gekommen, dass Tanja sie gelingt hat. Sieht jedenfalls ganz so aus. Sonst hätte sie dieses schöne Stück wohl kaum so lieblos entsorgt. Ja, dann hattest du wohl recht. Und das ist der Grund, warum Alexa so schlecht auf Tanja zu sprechen ist. Wo willst du jetzt hin? Ich muss mit Tanja sprechen. Und, fühlst du dich jetzt besser? Hallo. Ach, ich bin ganz schön satt. Ich glaube, ich mache mir einen Espresso. Am liebsten würde ich ein Mittagsschläfchen machen. Ja, mach das doch. Ja, genau. Und wenn ich aufwache, dann sehe ich meine neue Kollektion ganz klar vor mir, oder was? Ja, gut, das vielleicht nicht, aber manchmal wacht man auf und sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Was mir nie passiert. Ja, mir schon. Ja? Ja, es gibt Situationen, da wachst du auf und bist zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also, wenn ich aufwache, dann bin ich meistens am gleichen Ort und das ist mein Bett. Und auch meistens zur selben Zeit. Ja, okay, das ist bei mir meistens auch so. Aber diesmal war halt alles anders. Wie, du warst nicht mehr da, wo du aufgewacht bist? Doch, aber... Komm mal mit. Was? Wohin? Vertrau mir, komm. Oh, mein Espresso! Los! Hey. Warst du im Krankenhaus? Gibt's was Neues? Du meinst, außer dass sie immer noch da liegt wie tot? Und kein Mensch weiß, ob sie jemals wieder aufwacht? Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Sofa sitzt und sich übers Spiel aufregt. Sagt man eigentlich nicht immer, man muss den Koma-Patienten ihre Lieblingslieder vorspielen oder mit ihnen reden? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Dem Menschen, den du liebst, einen vom Wetter vorzulabern? Ohne dass du überhaupt weißt, ob er dich hören kann oder ob sie vielleicht Schmerzen hat. Ich habe da keine Luft mehr gekriegt in diesem Raum voller Maschinen. Wie sie da lag, das war einfach nicht mehr meine Bella. Und ich bin auch noch so ein feiges Arschloch und bin nicht für sie da. Dann hau einfach ab. Ist ja kein Wunder, dass sie keinen Bock hat, mit mir ein Kind zu kriegen. Mann, mach dich jetzt nicht fertig, das macht keinen Sinn. Was macht denn überhaupt noch Sinn? Meine Großmutter Wessner sagte immer, wenn du nicht weißt, was machen, geh arbeiten. Machst du was Sinnvolles. Also geh arbeiten. Was ist das für ein Scheiß-Tipp? Mann, was weiß ich? Bella hat das auch so gemacht, schätze ich. Woher willst du das denn wissen? Du kennst sie doch überhaupt gar nicht. Ihr wart nur einmal in der Kiste. Mann, ich versuche einfach nur mit der Situation fertig zu werden. Nein, du versuchst so zu tun, als wenn nichts wäre. Seinem gemeinsamen Dinner bewegen. Oder wenigstens einen gemeinsamen Drink auf unseren Vertragsabschluss. Wie gesagt, ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich sie heute Abend ins Bett bringe. Die Vertragsunterzeichnung ist doch auch erst morgen. Warum sollten wir das Feiern vorwegnehmen? Und Sie wollen nicht so lange auf mich aufpassen, bis es soweit ist. Das können Sie ganz gut alleine. Auf Wiedersehen. Schade, dass Sie meinen Koch gegeben haben. Sie riechen so gut. Hallo. Oh Gott, was ein Arsch. Der vergisst ständig, dass ich verlobt bin. Habt ihr doch was gemeinsam. Keine Angst, Hanna, ich bin nicht hier, um mit dir über deine Beziehungsprobleme zu reden. Wenigstens etwas. Ich bin hier, um dich vor Alexa zu warnen. Du kommst hier rein, säst ein bisschen Misstrauen und denkst, ich beende mein Bündnis mit dir? Tanja. Sie will dich fertig machen. Und es wäre dumm von dir, das zu ignorieren. Ach, Ansgar, sie hat gar keinen Grund dazu. Wie man es nimmt, ich meine, wenn man davon absieht, dass du eine falsche Leiche untergeschoben hast. Ja,
Dein Dr. Frankenstein hat mir für ein paar Scheinchen alles erzählt. Und Alexa übrigens auch. Sie weiß es. Vielleicht solltest du bei der Auswahl deiner Mitarbeiter ein wenig sorgfältiger sein. Und was zur Hölle hat sie vor? Was soll ich das denn wissen? Dann denk doch mal scharf nach. Du kennst sie wohl am besten von uns. Tja, wenn ich so scharf nachdenke, kommt mir der Gedanke, dass sie versuchen könnte, an die Diamanten für die Dessous-Kollektion zu kommen. Du warst auch schon mal kreativer. Dana, darum geht's hier nicht. Sie will uns fertig machen. Eine Diamantenlieferung im Wert von 85 Millionen Euro ist eine verdammt starke Waffe. Glaub ich nicht. Tanja, ich habe eure Gespräche abgehört. Ich weiß, dass du es weißt. Also lass uns doch einfach diese Spielchen beenden. Weißt du, wo die Steine sind? In Elisabeth's Safe. Sicher? Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengottverderber Lügner heißt. Du bist also im Theater eingeschlossen. Warum wundert mich das nicht? Du wirst dich sowieso noch wundern. Sorry. Danke. Verdammte Reise. Wie steht's das Böse der? Du wirst es nicht glauben, aber ich bin schon mal im Theater gewesen. Das Stück kennst du mit Sicherheit nicht. Der Geist, der steht verneint. Tim, das kennt jeder. Recht. Jetzt, denn alles, jetzt warte doch mal. Ist das hast du mit Sicherheit noch nicht gesehen. Können wir das nicht ein anderes Mal machen? Also, ich habe heute noch so viel zu tun. So vertrau mir einfach, was okay? Sehen, Zerstörung kurz. Das ist böse. Jetzt komm schon, Tanja, raus mit der Sprache. Wo sind die Diamanten? Elisabeth denkt, sie sind im Safe. Wir haben sie ausgetauscht. Du erinnerst dich, als Alexa auf dem Dach stand? Das war ein Ablenkungsmanöver. Du bist drauf reingefallen. Sie wollte springen. Das solltest du glauben. Herrgott, Ansgar, ich kenne dich mittlerweile so genau. Eigentlich ist es langweilig, dich zu manipulieren. Obwohl, so ein bisschen Spaß hat es schon gemacht. Es wird, dass du in so einem Moment derartig selbstgefällig sein kannst. Was soll ich mich aufregen? Ich weiß, wo die Diamanten sind. Weiß Alexa das auch? Nein. Ich bin die Einzige, die das Versteck kennt. Wieso erzähle ich dir das überhaupt? Ist das ein Trick von dir, um dich wieder ins Spiel zu bringen? Wenn Alexa diese Steine in die Finger kriegt, sind wir alle raus aus dem Spiel. Woher weiß ich, dass du nicht nur deine eigene Haut retten willst? Jetzt denk doch mal nach. Das Einzige, was Alexa wirklich heilig ist, ist ihr Vater. Du hast sein Andenken und ihre Trauer beschmutzt, indem du ihr eine falsche Leiche präsentiert hast. Du hast sie belogen und du hast sie manipuliert. Glaub mir, du stehst auf ihrer Liste. Sie wird versuchen, dich fertig zu machen. Ich wiederhole mich, Ansgar. Ich bin die Einzige, die das Versteck kennt. Ja. Alexa, was suchen Sie hier? Du kannst dich abregen. Ich habe alles im Griff. Hat sie gefallen? Ich fand die Inszenierung sehr modern. So begeistert hast du auch nicht geguckt. Aber den Text, manchmal sah es so aus, als wenn du den kennst. Hm, könnte sein. Ich wusste gar nicht, dass du auf sowas stehst. Ich meine, ich pinne mir sowas immer ein. Ist mir übrigens beim letzten Mal auch passiert. Warum schleppst du mich dann hierher? Wart's ab. Komm. Was soll das? Jetzt komm. Die eigentliche Überraschung fängt doch jetzt erst an. Ich hoffe für dich, es lohnt sich. Versprochen. Und jetzt? Psst. Wie lange brauchst du ja noch? Wieso? Ich habe hier gleich einen wichtigen Termin, da brauche ich Licht. Für einen Handwerker, der uns ablenkt. Ist ja gut. Ja, was? Das ist nun mal kompliziert. Das ist eine Lampe, kein Atomkraftwerk. Okay, hör zu. Vielleicht holst du einfach eine Lampe aus einem der anderen Büros und das hier kannst du dann in aller Ruhe heute Abend weiter reparieren, ja? Heute Abend kann ich nicht, da habe ich Feierabend. Ah ja.
Dann mach du doch bitte jetzt einen konstruktiven Vorschlag, wie wir das hier regeln. Ich habe nicht ewig Zeit. Ach, und ich habe ewig Zeit, oder was? Mir ist ja klar, dass ihr mich nach Stunden bezahlt. Aber weißt du was? Wenn ihr nicht so einen billigen Kernschrott aus China bestellt hättet, dann wäre ich längst fertig. Ja, der Scheiß ist nun mal kompliziert zu reparieren, okay? Und abgesehen davon auch gefährlich. Aber das ist ja egal. Wenn einer der Handwerker verunglückt, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ihr könnt euch einen Luxuswagen nach dem anderen in die Garage stellen. Weißt du was? Dann mach ich nicht mehr mit. Schluss damit. Reparier deine Dreckslampe doch selber. Schlafen. Psst. Was denn? Das kann es doch niemand mehr hören. Ja, noch nicht. Na toll. Mann, wie lange dauert das noch? Ich muss in die Firma. Die Firma. Schatz, ich biete dir hier ein unvergessliches Erlebnis und du redest hier über die Firma. Ich glaube, da kommt jemand. Na toll, der Hausmeister. Hey, was machst du? Ja, gehen, bevor der uns rauswirft. Jetzt warte doch mal. Ich mach sowas nicht. Was? Mich vorm Hausmeister verstecken. Ja, aber dann verpasst du doch das Beste. Lass uns jetzt gehen. Psst. Sehen, ob du alles im Griff hast, Tanja. Elisabeth? Gänsehaut. Mua. Hab ich dir zu viel versprochen? Ey, das war... Woher wusstest du davon? Zufall. So wie alle schönen Dinge im Leben. Die Karte habe ich von einer Freundin bekommen. Ich war zwar am Abend noch vorher ordentlich feiern, aber ich bin trotzdem hingegangen. Mhm. Und dann bist du eingeschlafen, du Banause. Mhm. Was ist denn dann passiert? Dann bin ich im Theater aufgewacht. Und es war leer. Und er kam auf die Bühne. Da hast du doch im ersten Moment bestimmt gedacht, du träumst. Ja, oder ich bin gestorben und im Himmel. Auf jeden Fall hatte ich wochenlang ein Lächeln auf den Lippen. Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Ich kann dich natürlich auch gerne wieder zurück zur Arbeit bringen. Arbeit? Was ist das? Das ist diese eine Sache mit Disziplin, die dir so wichtig ist. Also ich habe keine Ahnung, wovon du redest. da ist zu. Ja, das war beim letzten Mal auch so. Wie bitte? Willst du mir jetzt sagen, dass du wusstest, dass wir hier nicht mehr rauskommen? Ich hab nicht dran gedacht. Alles hat seinen Preis. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast was? Du hast dem Chef die Kiste vor die Füße geknallt? Ja, Mann, Alter, der hat voll genervt. Was hat er denn gesagt? Er hat gefragt, wann ich fertig bin, weil er noch einen Termin hat. Was für ein Arschloch. Sag ich doch. Andi, das war ein Witz. Was willst du sagen? Dass du gerade grundlos einen Chef angekackt hast. Na und? Dann soll er mich doch rausschmeißen. Was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und was soll das jetzt werden? Willst du mich jetzt auch ankacken?
Du hast doch gesagt, ich soll arbeiten gehen. Das war deine Idee. Stimmt. Ich musste einfach die ganze Zeit daran denken, wie Bella da liegt und was jetzt werden soll. Ach, normalerweise repariere ich doch so eine Lampe in 10 Minuten. Jetzt komm schon, du Mistding. Ups, was ist denn hier los? Sparmaßnahmen, von denen ich noch nichts weiß? Ich glaube, das wird eher eine kostspielige Angelegenheit. Wenn ich fertig bin mit dem Ding, dann können wir den ganzen Kram auch wegschmeißen. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber engagieren wir für sowas nicht immer Profis? Ja, das dachte ich auch. Aber erst hat Andi Fritsche über eine Stunde ohne Ergebnis an diesem Ding hier herumgefuhrwerkt und dann habe ich die Dreistigkeit besessen, mich danach zu erkundigen, wie lange er denn wohl noch braucht. Und dann ist er an die Decke gegangen und den ganzen Kram vor die Füße geschmissen. Also mich wundert es, dass er überhaupt zur Arbeit gekommen ist. Bella, sie liegt doch im Koma. Bella war übrigens schwanger. LCL ist mein wichtigster Kunde. Oder besser gesagt, war mein wichtigster Kunde. Wie wär's mit einer Entschuldigung? Als ob das Sebastian interessiert. Man versuch's doch einfach mal. Klar, ich gehe zu ihm hin und sag, hey Sebastian, tut mir leid. Mir sind vorhin die Sicherungen durchgebrannt. Ich hatte mich nun unter Kontrolle. Wie soll ich das dem Typen erklären, ohne dass er denkt, ich bin ein Psycho? Vielleicht versteht er es ja. Ich verstehe es doch selber nicht. Ach, scheiße, den Job bin ich los. Ich glaube, ich habe da noch was zu erledigen. Ach, ich habe da gleich noch einen ziemlich wichtigen Termin. Könntest du das vielleicht für mich übernehmen? Ja. Ja, natürlich. Mache ich. So, ich muss nun mal wieder eine Runde machen. Ich hau dann auch ab. Nee, du gehst zu Sebastian und klärst die Sache. Das kann ich doch auch morgen machen, dann bin ich bestimmt besser drauf. Jetzt geh zu Sebastian. Der Typ ist cool. Mit dem lässt sich reden. Oder er schießt mich auf den Mond. Nee, lass mal. Ich mach das morgen. Wir sehen uns später. Hey. Die hier, die hast du wohl bei mir im Büro liegen lassen. Danke. Mitkommen. Wohin? Sie haben das Dinner versäumt, Graf Lahnstein. Darf ich es Ihnen vielleicht jetzt servieren? Danke, Justus. Ich habe keinen Hunger. Frau Linse hatte mich ausdrücklich gebeten, Sie darauf hinzuweisen, dass sie heute Forelle blau gemacht hat. Nach Ihrem Lieblingsrezept. Danke, ich komme später drauf zurück. Sehr wohl. Sie entschuldigen mich bitte. Sag mir, dass die Steine noch an ihrem Platz sind. Dieses verdammte Miststück hat uns ausgetrickst. Ihr redet doch nicht etwa hinter meinem Rücken schlecht über mich. Oh Mann, ich dachte, du haust mir eine rein und schmeißt mich raus. Ich finde das Gefühl ganz gut, wenn man der ganzen Welt permanent in den Arsch treten will. Als Tanja im Koma lag, da war ich auch völlig hilflos. Und das macht einen irgendwann richtig sauer. Ich fand das auch auf die ganze Welt, auch auf sie. Weil sie nicht mehr reagiert hat. Das war dann irgendwann so, als wäre sie einfach abgehauen. Bella hat mit mir Schluss gemacht, bevor sie den Unfall hatte. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich überhaupt ein Recht habe, mir... Ach, keine Ahnung. Dir Sorgen zu machen? Ja, keine Ahnung. Liebst du sie? Dann ist es auch egal, ob ihr gerade getrennt seid oder nicht. Aber bei Tanja und mir war es nie einfach. Wird es wahrscheinlich auch nie werden. Was meinst du, wie oft ich mich gefragt habe, ob es nicht besser wäre, wenn wir uns endlich trennen? Endgültig trennen. Aber ich liebe diese Frau. Nach wie vor. Und solange ich das tue, komme ich auch nicht raus aus der Nummer. Also hast du es denn
doch irgendwann geschafft, wieder eine Verbindung zu ihr aufzubauen? Ja, ich habe da so ein Ding angefangen. Ja, so eine Technik angeeignet. Also gut, früher, als wir noch Kinder waren, da sind wir im Urlaub immer auf einen Bauernhof gefahren. Ihr habt Urlaub auf dem Bauernhof gemacht? Ja. Und auf diesem Bauernhof, da hatte ich einen Lieblingsort. Das war die Wiese hinterm Haus. Ja, da liefen dann immer so ein paar Schafe und Ziegen rum. Aber vor allem waren da überall Blumen. Und da hab ich dann immer gesessen. Ja, und? Herrgott, als Tanja im Koma lag, hab ich sie da mit hingenommen. Und dann haben wir zusammen da gesessen. Und dann war das auf einmal unsere Wiese. Und wir saßen da, Hand in Hand. Und du warst ihr ganz nah? Ja, was weiß ich. Es hat mir irgendwie geholfen, damals mit der Situation fertig zu werden. Danke, dass du mir das erzählt hast. Das bleibt auch unter uns. Ja, ja, schon klar. So. Tut mir leid, ich muss los. Meine Tochter wartet auf ihren Gute-Nacht-Kuss. Lass mal, ich mach das. Na, schon gut. Ich wünsche euch alles Gute. Und ihr macht das schon. Danke. Auch für das Bier und... Ja. Stimmt so. Nichts zu machen. Wir sind hier wirklich eingesperrt. Ist doch eigentlich ganz romantisch hier. Romantisch? Ich weiß nicht. Vielleicht hilft das dir ein bisschen in Sachen Kreativität. Du meinst nur, weil wir diesen Hausmeister am Singen hören, sprudeln jetzt bei mir die Ideen für meine nächste Kollektion. Ja? Warum nicht? Wohl kaum. Obwohl, dieser Kittel von diesem Hausmeister, dieser klare Schnitt, dieser derbe Stoff, das ist es. Das ist was? Das ist der Schlüssel für meine nächste Kollektion. Ich sehe das schon genau vor mir, weißt du? Gedeckte Töne, dezente Blumenmuster und alles in Kunstfaser ärmellos. Meinst du das ernst? Ja, das ist die Rückkehr der Kittelschürze, weißt du? Das ist revolutionär. Damit erobern wir Mailand, Paris, die ganze Welt. Und du meinst, das kauft auch jemand? Natürlich nicht. Du kannst ja auch richtig witzig sein. Und du kannst richtig doof gucken. Dann bist du nicht mehr sauer. Naja, wirklich Lust, hier zu schlafen, habe ich nicht, aber... Der Moment vorhin, der was wert. Du meinst den Moment, wo du dich über mich lustig gemacht hast? Das auch. Nein, der Moment, als der Hausmeister hier auf dieser leeren Bühne gestanden hat und gesungen hat. Mit seiner wunderbaren Stimme. Ich glaube, ich habe was verstanden. Und was? Dass genau solche Momente meistens dann kommen, wenn man nicht damit rechnet. Und vielleicht ist das mit guten Ideen genauso. Vielleicht muss ich mich wirklich einfach mehr entspannen und nicht so verbissen sein. Also, ich finde das ziemlich vernünftig. Also, unvernünftig. Du weißt, was ich meine. Ich weiß. Wer hätte das gedacht? Wir sind wohl doch ein gutes Team. Ja, klar. Hab ich doch gesagt. Oh, nee. Hi, Bella. Ich soll dich ganz lieb von Sebastian grüßen. Er hat mich auf ein Bier eingeladen. Ziemlich cool drauf für so einen schnöseligen Grafenanwalt. Okay. Stell dir mal Folgendes vor. Wir beide sitzen auf einer grünen Wiese. Mit Blumen. Und in der Nähe ist ein Bauernhof. Um uns rum surrt und summt es. Mann, ist das da etwa eine
Wespe, dieses Riesenvieh? Und jetzt kommt eine große Kuh um die Ecke. Direkt auf uns zu. Mann, das funktioniert doch nicht. Ich war eh noch nie so der Typ fürs Land. Du doch auch nicht. Egal. Nochmal. Eine Sekunde. Okay. Und jetzt stell dir nochmal diese Wiese vor. Diesmal kurz und gepflegt. Die Fangesänge von 10.000 Sporting Sevilla-Fans sorgen für Gänsehaut. Direkt vor uns das Tor. Der Stürmer rechts außen nähert sich dem Tor. Er ist bereits zum Abschuss. Doch dann wird er plötzlich gefoult. Ah! Freistoß. 25 Meter Torentfernung. Eine typische Standardsituation. Komm schon. Und jetzt stellt sich die Frage, wer wird es machen? Wer übernimmt die Verantwortung? Wir können über alles reden, Alexa. Ach so. Jetzt, wo ich die Steine habe, bin ich auf einmal kein Miststück mehr. Ziemlich dumm gelaufen, oder? Dabei war der Plan so gut. Ohne Diamanten, keine Kollektion. Ohne Kollektion kein LCL. Ohne LCL kein Landsteinkonzern. Alexa, wir beide können das immer noch zusammen durchziehen. Für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Sie haben mich einmal verarscht. Nochmal passiert mir das bestimmt nicht. Das mit Ihrem Vater tut mir leid, Alexa. Aber Sie waren in einer Sackgasse. Die Ungewissheit ist doch das Schlimmste. Ich habe Ihnen die Möglichkeit gegeben zu trauern. Hören Sie auf mit dem Geschwafel! Sie wollten mein Geld, genau wie er. Moment, das stimmt doch gar nicht. Du hast meinen Vater auf dem Gewissen. Den einzigen Menschen, den ich je geliebt habe. Aber das war ja nicht genug. Sie mussten auch noch einen Wildfremden in seinem Namen begraben, um ihn zu verhöhnen. Aber ihr werdet dafür büßen, was ihr ihm und mir angetan habt. Und weil es eine Familienangelegenheit ist, werdet nicht nur ihr dafür bezahlen, sondern eure gesamte Sippschaft. Eine nach der anderen. Es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Anonyme Wasserleiche als die Leiche ihres Vaters ausgegeben. Ja, das veranlasst. Tanja von Lahnstein. Das bin ich, das ist Sebastian und sogar für Onkel Ansgar hat sie einen Plätzchen gefunden. Du wirst brennen, Tanja. Und alle anderen Lahnsteins auch. Das war schon fast zu einfach.
Deine Schwester, sie ist angefahren worden. Wir brauchen Notarzt. Bella ist nicht wie geplant aus der Narkose erwacht. Sie ist in ein Koma gefallen. Wie schlimm ist es? Sie hat den Baby verloren. Sie sind doch nicht wegen des Stofftests meiner Tochter hier. Nein, das habe ich gerade zufällig gefunden. Ich dachte, Sie suchen das bestimmt. Habe ich tatsächlich. Keine Ursache. Und was suchen Sie wirklich hier? Ich hatte einen Termin mit unserer Firmenmutti Elisabeth. Sie wollte irgendwas wegen Cyprosum besprechen. Ah, war das heute? Nein, eben nicht. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich im Tag geirrt habe. Tja, kommt vor. Ich muss jetzt los, ich habe noch einen Friseurtermin. Ach, Alexa. Einen Moment. Lassen Sie sich die Haare nicht zu kurz schneiden, das steht Ihnen nicht. Danke für Ihre Meinung. Sie wissen ja, die ist mir ganz besonders wichtig. Stopp! Moment. Ja, Abmarsch. Haben Sie nichts zu tun? Ja, aber ich wollte auch nur... Interessiert mich nicht. Wird dir das nicht langsam ein bisschen doof? Weiß nicht, was du meinst. Dieses ganze Theater hier. Du tust, als würdest du hier nur deinen Job machen. In Wahrheit geht es dir doch nur darum, uns zu ruinieren. Du warst doch schon fast so weit, hier zu verschwinden. Warum bist du nicht einfach gegangen? Und euch das Feld überlassen? Vergiss es. Jetzt gib mir meine Tasche. Vergiss es. Hör zu, Alexa, ich will diesen Kampf nicht, aber solange du hier bleibst, wird es ewig so weitergehen. Du hast vergessen, dass ich die Tochter meines Vaters bin. Wir Bergs geben niemals auf. Ja, offensichtlich. Aber dir Tanja als Verbündete zu suchen, ist ziemlich dämlich. Der kannst du genau so weit trauen, wie du sie werfen kannst. Das gilt doch für euch alle. Aber keine Sorge. Die Zeiten, in denen ich euch auch nur ein Wort geglaubt habe, sind endgültig vorbei. So schlimm? Hm? Du guckst so gequält. Ja, so gucke ich immer, wenn mir nichts einfällt. Was soll dir denn einfallen? Eine Idee für meine nächste Kollektion. Sozusagen ein Thema, ein Motto. Einfach eine Inspiration. Ich dachte, man entwirft zuerst Kleider und überlegt sich danach das Motto. Ja, das machen bestimmt auch manche Kollegen von mir so. Aber wenn du eine wirklich richtig gute Kollektion willst, dann muss das alles in einem Guss sein. Weißt du, das ist ein Gesamtkunstwerk und dafür brauchst du eine Vision. Und du wartest jetzt auf die Vision? Ich warte nicht auf die, ich zermarter mir das Hirn. Du, ich will dir da nicht reinreden, aber zermartern ist da, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn Sie mit ihr reden. Hi, Bella. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber ich dachte, ich versuch's einfach mal. Also, du fehlst mir ganz schön, weißt du. Du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. Du kennst doch Frau Meier, oder? Diese eine durchgeknallte Alte mit dem Riesengarten und dem fiesen Hund. Doch, natürlich kennst du sie. Jedenfalls, pass auf. Dieser Höllenhund hat sich plötzlich tierisch aufgeregt, weil er ein fettes Eichhörnchen auf dem Baum gesehen hat. Und was macht der blöde Köter? Der rennt mir voll in die Leiter und ich fall runter, genau auf ihn drauf.
Aber anstatt die Alte sich mal bei mir entschuldigt, hat sie so getan, als wäre das alles nur meine Schuld. Nee, ich kann nicht mit ihr. Konnte ich noch nie. Keine Ahnung, wie du das immer geschafft hast, dass sie uns Schnittchen und Limo bringt. Ach, Bella. Du wusstest einfach immer, wie man mit den Leuten reden muss. Aber ich... Ich kann nicht mal mit dir reden. Und, bist du weitergekommen? Kann es sein, dass du dich über mich lustig machst? Ja, Entschuldigung, wie soll ich denn 5 Minuten später weitergekommen sein? Du, manchmal geht das so schnell. Mhm. Daran merkt man, dass du noch nie unter Druck arbeiten musstest. Das stimmt. Muss ich auch Gott sei Dank nicht. Und was ist, wenn du in 2 Wochen eine Deadline hast und bis dahin ganz tolle Fotos gemacht haben musst? Und jetzt sag mir bitte nicht, ich setz mich hin und warte, bis die Inspiration von selbst kommt. Du, dann nehme ich meine Kamera und knipst drauf los. Und was fotografierst du? Alles, was mir vor die Linse kommt. Ich mache mir da auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Gedanken, weil du musst deinen Kopf einfach freikriegen. Und das solltest du übrigens auch mal probieren. Was? Blöd rumlaufen und rumknipsen? Nein, den Kopf freimachen. Und wie? Dir einfach keine Gedanken machen. Wie soll das funktionieren? Einfach die Augen schließen. Stell dir einen Teich vor, ganz stilles Wasser. Und immer wenn ein Gedanke an die Oberfläche will, dann drückst du ihn wieder runter. Ich dachte, dafür muss man jahrelang Yoga gemacht haben. Nein, so ein Quatsch. Probier's doch einfach mal. Und wenn du dann die Augen wieder öffnest, dann zeichnest du das, was dir als allererstes einfällt. Na? Heute mal nicht im kleinen Schwarzen. Seit wann bist du eigentlich so spießig? Weil ich den schrecklichen Verdacht habe, dass meine Tochter ihren Körper als Waffe einsetzt. Macht das nicht jede Frau? Hm. Trotzdem wäre mir wohler bei dem Gedanken, dass du dich ein wenig auf deinen Kopf verlässt. Das tue ich doch. Und mein Kopf sagt mir, dass mein Körper eine Superwaffe ist. Ich habe den Verdacht, dein Kopf sagt dir vor allem, tu doch einfach, was du willst. Ja, wie du. Sonst würdest du nämlich deine Finger von diesen Ekeldinger lassen. Ach. Ich muss nachdenken. Und das hilft mir dabei. Wie wär's, wenn du deiner intelligenten und wunderschönen Tochter dein Problem verrätst? Mir ist vorhin bei LCL Alexa über den Weg gelaufen. Ich wüsste eben einfach ganz gern, was sie und Tanja gerade vorhaben. Das wissen wir doch schon lange. Die beide wollen LCL in den Abgrund reißen und im letzten Moment mit Alexas Geld wieder retten. Tanja macht das, weil sie endlich das Sagen haben will und Alexa aus Rache. Dass die beiden sich zusammentun, ist natürlich absurd genug, aber irgendwas hat sich verändert. Wie verändert? So wie Alexa gerade über Tanja geredet hat, da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie ihr wirklich noch vertrauen. Niemand, der halbwegs irgendwie bei Verstand ist, vertraut Tanja. Nicht mal Alexa. Aber das hindert trotzdem nichts dran, dass die ihren Plan durchziehen. Du solltest lieber mit dem Rauchen aufhören und mit mir joggen gehen. Dann hören die paranoiden Gedanken auf. Moment mal, liebes Töchter. Nicht nur, dass du mir meine Zigarren verbieten willst, jetzt bin ich auch noch paranoid. Findest du das nicht ein wenig frech? Ja gut, einer muss ja auf dich aufpassen. Hm. Und dieser Job ist wohl an mir hängen geblieben. Bitte hör auf, dir immer einen Kopf über jeden Scheiß zu machen, was Alexa fabriziert. Die ist einfach durchgeknallt. Paranoid. Gleich wieder weg. Kein Problem. Hören Sie das Geräusch? Ja. Wenn es stärker wird, sagen Sie sofort Bescheid, ja. Okay? Was bedeutet das? Im Moment gar nichts. Also kein Grund zur Sorge.
Pupillenreflex ist schwach. Puls bei 75. Okay, das war's schon für heute. Ach, dann ist dir das egal. Würden Sie bitte draußen warten? Danke. Nein, ist es nicht. Du kennst sie doch auch. Warum machst du dann einen auf cool? Du hast sie sogar operiert. Ja, das hab ich. Hör zu, Andi. Ich weiß, dass es schwer ist für dich, aber... Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich sitze nämlich hier, guck Bella an und weiß nicht, ob sie überhaupt noch da ist. Im Kreislaufzusammenbruch hat Bella eine Sauerstoffunterversorgung des Gehirns erlitten. Dabei ist die Großhirnrinde geschädigt worden. Wir sprechen hier von einem metabolischen Koma. Geht das auch auf Deutsch? Ich verstehe das Fach Chinesisch nicht. Das bedeutet, dass die kognitiven, also die wahrnehmenden Fähigkeiten des Gehirns ausgeschaltet sind. Nur das Stammhirn erhält die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Herzschlag aufrecht. Was heißt das jetzt? Wenn ich mit ihr rede, hört sie mich dann oder nicht? Also, es ist schwer zu sagen. Dazu gibt es etwa so viele Meinungen, wie es Fachleute gibt. So. Und ich frage jetzt dich. Du bist doch Fachmann, oder? Bella versteht vielleicht nicht, was du sagst, aber ich bin mir sicher, dass sie spürt, dass du bei ihr bist. Also, wenn du mich fragst, ja, ich würde mit dir reden. Oh, ich kann das nicht. Und, hat's geklappt? Wie man's nimmt. Also am Anfang, da war echt was los in dem Teich. Da waren Libellen, Seerosen, Fische, Frösche. Also eigentlich solltest du dir kein Biotop vorstellen. Einfach nur eine glatte Wasseroberfläche. Das habe ich versucht. Aber du hast mir nicht erklärt, wie ich die Tiere wegkriege. Und ich wollte die auch nicht umbringen oder so. Da musste ich warten, bis die von selbst verschwunden sind. Ja, und sind sie? Ja, irgendwie schon. Und dann war mein Kopf ganz leer. Und ich habe mich ganz leicht gefühlt. Und dann hat es auf einmal so geknurrt. Knurrt? Waren da noch mehr Tiere? Ich habe keine gesehen. Ich habe dann meine Augen aufgemacht und das hier gezeichnet. Also das sieht jetzt nicht unbedingt wie ein Kleid aus. Eher wie ein Hamburger. Ja, mit Tomate und Doppelkäse. Und was sind die runden Dinger hier? Ja, frittierte Zwiebelringe. Weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal was essen. Unbedingt. Es war gar nicht so leicht damals, auf die Schnelle eine Wasserleiche aufzutreiben. Ja, und dann auch noch den DNA-Test auszutauschen. Soll das heißen, der Tote, den wir begraben haben, ist gar nicht Vincent Berg? Nein. Gibt es da etwas, was ich wissen müsste? Nein. Ganz sicher? Ja, absolut. Ich habe vor allem begriffen, dass man dir nicht trauen kann. Und das heißt jetzt? Das heißt, alles, was ab jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ist das nicht die Urne von Vincent Berg? Sagen wir mal so, dieses formschöne Objekt wurde in einer bewegenden Zeremonie hier auf dem Schloss der Erde übergeben. Sag nicht, du hast das Teil wieder ausgebuddelt. Natürlich nicht. Das Ding ist ein Fundstück. Aus dem Burggraben. Aber wer gräbt denn eine Urne aus und schmeißt sie dann ins Wasser? Vielleicht jemand, der bemerkt hat, dass er belogen wurde und sich nicht besonders gut im Griff hat. Ja, das kann ja eigentlich nur Alexa sein, aber warum sollte sie sowas tun? Ich meine, sie ist dahinter gekommen, dass in dieser Urne nicht die Asche ihres Vaters ist. Was? Wer ist denn da drin? Was weiß ich, irgendeine andere Wasserleiche. Keine Ahnung, wen dieser Quacksalber da aufgetrieben hat. Kim, Tanja brauchte dringend eine Leiche, damit Alexa ihren Vater für tot erklären lässt und sie so an das Erbe rankommt. Krass. Okay. Und
Alexa ist jetzt dahinter gekommen, dass Tanja sie gelingt hat. Sieht jedenfalls ganz so aus. Sonst hätte sie dieses schöne Stück wohl kaum so lieblos entsorgt. Ja, dann hattest du wohl recht. Und das ist der Grund, warum Alexa so schlecht auf Tanja zu sprechen ist. Wo willst du jetzt hin? Ich muss mit Tanja sprechen. Und, fühlst du dich jetzt besser? Hallo. Ach, ich bin ganz schön satt. Ich glaube, ich mache mir einen Espresso. Am liebsten würde ich ein Mittagsschläfchen machen. Ja, mach das doch. Ja, genau. Und wenn ich aufwache, dann sehe ich meine neue Kollektion ganz klar vor mir, oder was? Ja, gut, das vielleicht nicht, aber manchmal wacht man auf und sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Was mir nie passiert. Ja, mir schon. Ja? Ja, es gibt Situationen, da wachst du auf und bist zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also, wenn ich aufwache, dann bin ich meistens am gleichen Ort und das ist mein Bett. Und auch meistens zur selben Zeit. Ja, okay, das ist bei mir meistens auch so. Aber diesmal war halt alles anders. Wie, du warst nicht mehr da, wo du aufgewacht bist? Doch, aber... Komm mal mit. Was? Wohin? Vertrau mir, komm. An mein Espresso! Los! Hey. Warst du im Krankenhaus? Gibt's was Neues? Du meinst, außer dass sie immer noch da liegt, wie tot? Und kein Mensch weiß, ob sie jemals wieder aufwacht? Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Sofa sitzt und sich übers Spiel aufregt. Sagt man eigentlich nicht immer, man muss den Koma-Patienten ihre Lieblingslieder vorspielen oder mit ihnen reden? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Dem Menschen, den du liebst, einen vom Wetter vorzulabern? Ohne dass du überhaupt weißt, ob er dich hören kann oder ob sie vielleicht Schmerzen hat. Ich habe da keine Luft mehr gekriegt in diesem Raum voller Maschinen. Wie sie da lag, das war einfach nicht mehr meine Bella. Und ich bin auch noch so ein feiges Arschloch und bin nicht für sie da. Und hau einfach ab. Ist ja kein Wunder, dass sie keinen Bock hat, mit mir ein Kind zu kriegen. Mann, mach dich jetzt nicht fertig, das macht keinen Sinn. Was macht denn überhaupt noch Sinn? Großmutter Wessner sagte immer, wenn du nicht weißt, was machen, geh arbeiten. Machst du was Sinnvolles. Also geh arbeiten. Was ist das für ein Scheiß-Tipp? Mann, was weiß ich. Bella hat das auch so gemacht, schätze ich. Woher willst du das denn wissen? Du kennst sie doch überhaupt gar nicht. Ihr wart nur einmal in der Kiste. Mann, ich versuche einfach nur mit der Situation fertig zu werden. Nein, du versuchst so zu tun, als wenn nichts wäre. Gemeinsam Dinner bewegen oder wenigstens einen gemeinsamen Drink auf unseren Vertragsabschluss. Wie gesagt, ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich sie heute Abend ins Bett bringe. Die Vertragsunterzeichnung ist doch auch erst morgen. Warum sollten wir das Feiern vorwegnehmen? Und Sie wollen nicht so lange auf mich aufpassen, bis es soweit ist. Das können Sie ganz gut alleine. Auf Wiedersehen. Schade, dass Sie meinen Koch gegeben haben. Sie riechen so gut. Hallo. Oh Gott, was ein Arsch. Du vergisst ständig, dass ich verlobt bin. Habt ihr doch was gemeinsam. Keine Angst, Anna, ich bin nicht hier, um mit dir über deine Beziehungsprobleme zu reden. Wenigstens etwas. Ich bin hier, um dich vor Alexa zu warnen. Du kommst hier rein, säst ein bisschen Misstrauen und denkst, ich beende mein Bündnis mit dir. Tanja. Sie will dich fertig machen. Und es wäre dumm von dir, das zu ignorieren. Ach, Ansgar, sie hat gar keinen Grund dazu. Wie man es nimmt, ich meine, wenn man davon absieht, dass du eine falsche Leiche untergeschoben hast. Ja, dein Dr. Frankenstein hat mir für ein paar Scheinchen alles erzählt. Und Alexa übrigens auch. Sie weiß es. Vielleicht solltest du bei der Auswahl deiner Mitarbeiter ein wenig sorgfältiger sein. Und was zur Hölle hat sie vor? Was soll ich das denn wissen? Dann denk doch mal scharf nach. Du kennst sie wohl am besten von uns. Tja, wenn ich so scharf nachdenke, kommt mir der Gedanke, dass sie versuchen könnte, an die Diamanten für die Dessous-Kollektion zu kommen. Du warst auch schon mal kreativer. Darum geht's hier nicht. Sie will uns fertig machen.
Eine Diamantenlieferung im Wert von 85 Millionen Euro ist eine verdammt starke Waffe. Glaub ich nicht. Tanja, ich habe eure Gespräche abgehört. Ich weiß, dass du es weißt. Also lass uns doch einfach diese Spielchen beenden. Weißt du, wo die Steine sind? In Elisabeth Safe. Sicher? Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengottverderber Lügner heißt. Du bist also im Theater eingeschlossen. Warum wundert mich das nicht? Du wirst dich sowieso noch wundern. Sorry. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin schon mal im Theater gewesen. Das Stück kennst du mit Sicherheit nicht. Der Geist, der stets verneint. Tim, das kennt jeder. Denn alles, jetzt warte doch mal. Ist wert, das hast du mit Sicherheit noch nicht gesehen. Können wir das nicht ein anderes Mal machen? Also, ich habe heute noch so viel zu tun. Vertrau mir einfach, okay? Zerstörung kurz. Jetzt komm schon, Tanja, raus mit der Sprache. Wo sind die Diamanten? Elisabeth denkt, sie sind im Safe. Wir haben sie ausgetauscht. Du erinnerst dich, als Alexa auf dem Dach stand? Das war ein Ablenkungsmanöver. Du bist drauf reingefallen. Sie wollte springen. Das solltest du glauben. Herrgott, Ansgar, ich kenne dich mittlerweile so genau. Eigentlich ist es langweilig, dich zu manipulieren. Obwohl, so ein bisschen Spaß hat es schon gemacht. Bemerkenswert, dass du in so einem Moment derartig selbstgefällig sein kannst. Was soll ich mich aufregen? Ich weiß, wo die Diamanten sind. Weiß Alexa das auch? Nein. Ich bin die Einzige, die das Versteck kennt. Wieso erzähle ich dir das überhaupt? Ist das ein Trick von dir, um dich wieder ins Spiel zu bringen? Wenn Alexa diese Steine in die Finger kriegt, sind wir alle raus aus dem Spiel. Woher weiß ich, dass du nicht nur deine eigene Haut retten willst? Jetzt denk doch mal nach. Das Einzige, was Alexa wirklich heilig ist, ist ihr Vater. Du hast sein Andenken und ihre Trauer beschmutzt, indem du ihr eine falsche Leiche präsentiert hast. Du hast sie belogen und du hast sie manipuliert. Glaub mir, du stehst auf ihrer Liste. Sie wird versuchen, dich fertig zu machen. Ich wiederhole mich, Ansgar. Ich bin die Einzige, die das Versteck kennt. Tanja! Alexa, was suchen Sie hier? Du kannst dich abregen. Ich habe alles im Griff. Ich fand die Inszenierung sehr modern. So begeistert hast du auch nicht geguckt. Aber den Text, manchmal sah es so aus, als wenn du den kennst. Könnte sein. Ich wusste gar nicht, dass du auf sowas stehst. Ich meine, ich pinne mir sowas immer ein. Ist mir übrigens beim letzten Mal auch passiert. Warum schleppst du mich dann hierher? Warte ab. Komm. Was soll das? Jetzt komm. Die eigentliche Überraschung fängt doch jetzt erst an. Ich hoffe für dich, es lohnt sich. Versprochen. Und jetzt? Psst. Wie lange brauchst du ja noch? Wieso? Ich habe hier gleich einen wichtigen Termin, da brauche ich Licht. Keinen Handwerker, der uns ablenkt. Ist ja gut. Ja, was? Das ist nun mal kompliziert. Das ist eine Lampe, kein Atomkraftwerk. Okay, hör zu. Vielleicht holst du einfach eine Lampe aus einem der anderen Büros und das hier kannst du dann in aller Ruhe heute Abend weiter reparieren, ja? Heute Abend kann ich nicht, da habe ich Feierabend. Ah ja. Dann mach du doch bitte jetzt einen konstruktiven Vorschlag, wie wir das hier regeln. Ich habe nicht ewig Zeit. Ach, und ich habe ewig Zeit, oder was? Mir ist ja klar, dass ihr mich nach Stunden bezahlt. Aber weißt du was? Wenn ihr nicht so einen billigen Kernschrott aus China bestellt hättet, dann wäre ich längst fertig. Ja, der Scheiß ist nun mal kompliziert zu reparieren, okay? Und abgesehen davon auch gefährlich. Aber das ist ja egal. Wenn einer der Handwerker verunglückt,
ja nicht so schlimm. Hauptsache, ihr könnt euch einen Luxuswagen nach dem anderen in die Garage stellen. Weißt du was? Dann mach ich nicht mehr mit. Schluss damit. Reparier deine Dreckslampe doch selber. Schlafen. Psst. Was denn? Das kann es doch niemand mehr hören. Ja, noch nicht. Na toll. Mann, wie lange dauert das noch? Ich muss in die Firma. Die Firma, die Firma. Schatz, ich biete dir ein unvergessliches Erlebnis und du redest hier über die Firma. Ich glaube, da kommt jemand. Na toll, der Hausmeister. Hey, was machst du? Ja, gehen, bevor der uns rauswirft. Jetzt warte doch mal. Ich mach sowas nicht. Was? Mich vorm Hausmeister verstecken. Ja, aber dann verpasst du doch das Beste. Lass uns jetzt gehen. Psst. Sehen, ob du alles im Griff hast. Ja. Elisabeth? Ich hab Gänsehaut. Mua. Hab ich dir zu viel versprochen? Ey, das war... Woher wusstest du davon? Zufall. So wie alle schönen Dinge im Leben. Die Karte habe ich von einer Freundin bekommen. Ich war zwar am Abend noch vorher ordentlich feiern, aber ich bin trotzdem hingegangen. Mhm. Und dann bist du eingeschlafen, du Banause. Mhm. Was ist denn dann passiert? Dann bin ich im Theater aufgewacht. Und es war leer. Und er kam auf die Bühne. Da hast du doch im ersten Moment bestimmt gedacht, du träumst. Ja, oder ich bin gestorben und im Himmel. Auf jeden Fall hatte ich wochenlang Lächeln auf den Lippen. Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Ich kann dich natürlich auch gerne wieder zurück zur Arbeit bringen. Arbeit? Was ist das? Das ist diese eine Sache mit Disziplin, die dir so wichtig ist. Also ich habe keine Ahnung, wovon du redest. da ist zu. Ja, das war beim letzten Mal auch so. Wie bitte? Willst du mir jetzt sagen, dass du wusstest, dass wir hier nicht mehr rauskommen? Ich hab nicht dran gedacht. Alles hat seinen Preis. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast was? Du hast dem Chef die Kiste vor die Füße geknallt? Ja, Mann, Alter, der hat voll genervt. Was hat er denn gesagt? Er hat gefragt, wann ich fertig bin, weil er noch einen Termin hat. Was für ein Arschloch. Sag ich doch. Andi, das war ein Witz. Was willst du sagen? Dass du gerade grundlos einen Chef angekackt hast. Na und? Dann soll er mich doch rausschmeißen. Was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und was soll das jetzt werden? Willst du mich jetzt auch ankacken? Du hast doch gesagt, ich soll arbeiten gehen. Das war deine Idee. Stimmt. Ich musste einfach die ganze Zeit daran denken, wie Bella da liegt und was jetzt werden soll. Ach, normalerweise repariere ich doch so eine Lampe in 10 Minuten. Jetzt komm schon, du Mistding. Ups, was ist denn hier los? Sparmaßnahmen, von denen ich noch nichts weiß? Ich glaube, das wird eher eine kostspielige Angelegenheit.
Wenn ich fertig bin mit dem Ding, dann können wir den ganzen Kram auch wegschmeißen. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber engagieren wir für sowas nicht immer Profis? Ja, das dachte ich auch. Aber erst hat Andi Fritsche über eine Stunde ohne Ergebnis an diesem Ding hier herumgefuhrwerkt und dann habe ich die Dreistigkeit besessen, mich danach zu erkundigen, wie lange er denn wohl noch braucht. Und ist an die Decke gegangen, hat mir den ganzen Kram vor die Füße geschmissen. Also mich wundert ist, dass er überhaupt zur Arbeit gekommen ist. Bella, sie liegt doch im Koma. Bella war übrigens schwanger. LCL ist mein wichtigster Kunde. Oder besser gesagt, war mein wichtigster Kunde. Wie wär's mit einer Entschuldigung? Als ob das Sebastian interessiert. Man versuch's doch einfach mal. Klar, ich gehe zu ihm hin und sag, hey Sebastian, tut mir leid. Mir sind vorhin die Sicherungen durchgebrannt. Ich hatte mich nun unter Kontrolle. Wie soll ich das dem Typen erklären, ohne dass er denkt, ich bin ein Psycho? Vielleicht versteht er's ja. Ich versteh's doch selber nicht. Scheiße, den Job bin ich los. Ich glaube, ich habe da noch was zu erledigen. Ach, ich habe da gleich noch einen ziemlich wichtigen Termin. Könntest du das vielleicht für mich übernehmen? Ja, ja, natürlich, mache ich. So, ich muss nun mal wieder eine Runde machen. Ich hau dann auch ab. Nee, du gehst zu Sebastian und klärst die Sache. Das kann ich doch auch morgen machen, da bin ich bestimmt besser drauf. Jetzt geh zu Sebastian. Der Typ ist cool. Mit dem lässt sich reden. Oder er schießt mich auf den Mond. Nee, nee, lass mal. Ich mach das morgen. Wir sehen uns später. Hey. Die hier, die hast du wohl bei mir im Büro liegen lassen. Danke. Mitkommen. Wohin? Dinner versorgt, Graf Lahnstein. Darf ich es Ihnen vielleicht jetzt servieren? Danke, Justus. Ich habe keinen Hunger. Frau Linse hatte mich ausdrücklich gebeten, Sie darauf hinzuweisen, dass sie heute Forelle blau gemacht hat. Nach Ihrem Lieblingsrezept. Danke, ich komme später drauf zurück. Sehr wohl. Sie entschuldigen mich bitte. Sag mir, dass die Steine noch an ihrem Platz sind. Ich hatte also recht. Dieses verdammte Miststück hat uns ausgetrickst. Ihr redet doch nicht etwa hinter meinem Rücken schlecht über mich. Oh Mann. Ich dachte, du haust mir eine rein und schmeißt mich raus. Ich finde das Gefühl ganz gut, wenn man der ganzen Welt permanent in den Arsch treten will. Als Tanja im Koma lag, da war ich auch völlig hilflos. Und das macht einen irgendwann richtig sauer. Ich war dann sauer auf die ganze Welt, auch auf sie. Weil sie nicht mehr reagiert hat. Das war dann irgendwann so, als wäre sie einfach abgehauen. Bella hat mit mir Schluss gemacht, bevor sie den Unfall hatte. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich überhaupt ein Recht habe, mir, ach, keine Ahnung. Dir Sorgen zu machen? Ja, keine Ahnung. Liebst du sie? Dann ist es auch egal, ob ihr gerade getrennt seid oder nicht. Glaub mir, bei Tanja und mir war es nie einfach. Wird es wahrscheinlich auch nie werden. Was meinst du, wie oft ich mich gefragt habe, ob es nicht besser wäre, wenn wir uns endlich trennen? Endgültig trennen. Aber ich liebe diese Frau nach wie vor.